Mit diesem Plan könnte man tatsächlich eines der größten Probleme unserer Zeit lösen, wenn er denn klappt. Die Rede ist vom Trinkwassermangel in vielen Regionen dieser Erde. Ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat jetzt einen kühnen Plan. Eisberge aus der Antarktis sollen Tausende von Kilometern transportiert werden, um in wasserarmen Regionen als frisches Trinkwasser aufbereitet zu werden. What? Wie genau das funktionieren soll und wie erfolgsversprechend das Projekt tatsächlich ist, jetzt bei Klicksum Science and Fiction. Hier gibt es täglich neue Science-Videos. Abonniert den Kanal gerne. Herzlich willkommen. Auch wenn die Erde zu rund 70% von Wasser bedeckt ist, nur 1% der Wasservorräte weltweit ist direkt als Trinkwasser verfügbar. Und das ist ein riesiges Problem. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO und UNICEF haben mehr als 800 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser. 2,3 Milliarden, das sind fast dreimal so viele Menschen, haben nicht die Möglichkeit, sanitäre Anlagen wie Toiletten zu benutzen. Wassermangel betrifft derzeit vor allem noch die Ärmsten auf dieser Welt. Doch schon bald werden auch die Wasservorräte bedroht sein, wo sie derzeit noch im Überfluss vorhanden sind. Und klar ist, ohne Wasser gibt es kein Leben, keine Industrie und keine Landwirtschaft. Mit diesem Versorgungsproblem hat sich auch der arabische Unternehmer Abdullah Al-Shehi beschäftigt. Er hat eine Idee aufgegriffen, die schon seit den 70er Jahren immer wieder mal diskutiert wird. Sein Plan, einen Eisberg von der Antarktis bis nach Dubai zu befördern, um das Eis dort als Trinkwasser nutzen zu können. Dazu Al-Shehi: Wenn wir mit diesem Projekt erfolgreich sind, könnte es eines der größten Probleme der Welt lösen. Eine Pilotstudie ist für November geplant. Satellitenbilder sollen analysiert werden, um im südlichen Ozean nach einem geeigneten Eisberg zu suchen. Dieser könnte dann mit Hilfe von Ketten und Netzen und einer Flotte an Booten nach Australien oder Südafrika geschleppt werden. Das Gewicht der Eisberge, auf die es Al-Shehi abgesehen hat, wird auf etwa 100 Millionen Tonnen geschätzt. Es handelt sich also um richtige Mammutberge, viel zu groß, als dass sie von Schiffen allein gezogen werden könnten. So soll laut Plan nach günstigen Meeresströmungen Ausschau gehalten werden, um die Reise zu beschleunigen. Das arabische Unternehmen schätzt, dass Eisberge solcher Dimensionen mit einer Geschwindigkeit von etwa 2,5 Kilometern pro Stunde bewegt werden könnten, also sehr, sehr langsam. Eine Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate könnte so bis zu 11 Monate dauern. Am Ziel angekommen, soll der Eisberg dann nach und nach in kleinere Teile zerkleinert werden. Tankschiffe könnten das Eis zum Ufer bringen. Hier müsste das Wasser dann gereinigt werden und könnte somit an Wassergesellschaften oder die jeweilige Regierung verkauft werden. Doch es gibt noch einige Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Eine große Menge des Eisberges würde wohl während des Transportes schmelzen oder sogar auseinanderfallen. Dazu der Gletscherexperte Nick Holschuh von der Universität Washington. Der Transport von Eis über diese Entfernungen wird eine große Herausforderung sein. Man muss nicht nur mit Eisverlusten durch direktes Schmelzen rechnen, auch das mechanische Aufbrechen des Eisbergs muss verhindert werden. Das warme Meereswasser, wärmere Luft und Belastungen durch das Abschleppen werden die Stabilität des Eisbergs beeinflussen. Al-Shehi selbst zeigt sich davon unbeeindruckt. Er geht davon aus, dass nur 30% des Eisberges auf der Reise von der Antarktis in die Arabischen Emirate schmelzen werden. Alle Kosten und Mühen seien es wert, wenn man damit den Trinkwasserbedarf zahlreicher Menschen decken könnte. Konkret geht er von 100 Millionen bis 200 Millionen Kubikmetern Süßwasser aus, die in einem Eisberg eingeschlossen sind. Diese könnten ausreichen, um 1 Million Menschen für 5 Jahre mit Trinkwasser zu versorgen, so Al-Shehi. Zudem sei auch nicht mit negativen Folgen für die Umwelt zu rechnen. Schließlich würden lediglich diejenigen Eisberge wegtransportiert, die bereits vom Eisschild der Antarktis abgebrochen seien. Die Kosten des Projektes werden auf 60 Millionen Dollar geschätzt. Das soll von privaten Investoren übernommen werden. Laut des arabischen Unternehmers könnte der Plan bereits im kommenden Frühjahr in die Tat umgesetzt werden. Langfristig will Al-Shehi dann zahlreiche Eisberge in Regionen liefern, die unter Wassermangel leiden. Dazu der Unternehmer: Die ganze Welt braucht Wasser, aber zuerst würden wir Länder wie Indien, Südafrika und Saudi-Arabien betrachten, sagt er. Seine Idee hat jetzt bereits Nachahmer gefunden. Ein Team aus Südafrika, Norwegen und Frankreich plant ebenfalls eine solche Mission. Konkret soll hier Kapstadt mit einem Eisberg aus der Antarktis beliefert werden. Dazu der südafrikanische Schifffahrtsexperte Nicholas Sloan: Die Leute denken immer noch, die Idee sei verrückt, aber in letzter Zeit wird diese Lösung immer öfter diskutiert und es setzt langsam ein Umdenken ein. Kapstadt hat in diesem Jahr extrem unter Wassermangel leiden müssen. Das Waschen von Autos, das Blumengießen oder das Pool
Pool befüllen, wurde von der Regierung strengstens verboten. Laut Sohn würde sein Eisbergprojekt teure Entsalzungsanlagen überflüssig machen und somit keine Mehrkosten für Kapstadt bedeuten. Das Einzige, was noch fehle, sei das Go der Stadt. Denn Investoren für das Projekt seien bereits gefunden. So, und jetzt könnt ihr die Sieger bei den Community Awards 2018 des Wissenschaftsvideowettbewerbs Fast Forward Science mitbestimmen. Ich war ja als Jurymitglied dabei und kann nur sagen, Hammer Videos. Hier steht, wie es geht, und hier drunter ist die Playlist mit allen Finalisten. Abgestimmt wird einfach mit einem Like oder einem Kommentar. Ich drücke allen Teilnehmerinnen die Daumen. Bis dann. Bleibt dran.